Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass heute Sonntag ist und vor ein paar Tagen jemand mal bei Instagram ein lustiges Video geschickt hatte, beziehungsweise ob es lustig ist, gucken wir uns gleich mal an. Aber der Titel lässt schon ganz gut was voraussagen. Gucken wir uns das doch gemeinsam mal an. Und ich dachte, mir macht Spaß, vielleicht macht es euch Spaß, das anzugucken. Wenn das Ganze gut ankommt, könnt ihr uns sehr, sehr gerne auch ein paar ja, neue Videos entweder hier unten verlinken in den Kommentaren oder bei Instagram mal zuschicken, dann reagieren wir da gemeinsam mal drauf. Heute Top 5 YouTuber Live Trading Losses with Reaction. Das bedeutet, sehr, sehr große Verluste werden wir sehr wahrscheinlich erwarten. Mal schauen, ob es selbst verschuldet ist, was da genau passiert ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall auch ja sehr beliebtes Video sehe ich hier. Und dann würde ich sagen, machen wir mal groß und starten mal Hello and welcome to my top 5 rein. YouTuber live trading losses. Starting us off at number 5 is YouTuber Mayor Okay, Tesla. Barack, who is long in Tesla. He takes advantage of the dip on the gap up to take a long position. Machen wir ein Ticken 9 leiser. and it's up now, Wir but sehen it's auf jeden Fall einen extremely kleinen Gap nach dem dangerous Tesla. because it's the first few minutes of the trading session and I don't know which Cash direction Open Tesla's gonna wahrscheinlich pick. dann. But as you can see, I'm already up 10 grand and it's looking good. After checking in on a different trade, he comes back to his Tesla trade to see that his long position has turned sour. It just failed to move higher Ja, and it's also getting man sieht back to auf the jeden lows where I Fall, should have my stop. I'm getting ready to er ist stop mit it. I'm einer already sehr, sehr down großen Position rein. Auch 14.000 das hier dollars. alles That's very echt bad. Geld That's very ist bad. I need to natürlich see it stopping just a immer die bit, Sache. relaxing a bit. Oh, what a spike down. Ganz besonders, wenn I man do not natürlich, move out on spikes. Look also at that. ich mache noch mal kurz Pause. Also ganz besonders, wenn man natürlich echt Geld tradet und mit solchen Summen tradet, dann bin ich mir sicher, dass man sich absichert. Und sollte man sehen, dass es hier rüber nicht weitergeht und der Markt immer wieder aufgehalten wird, ganz besonders nach so einer Bewegung, bin ich mir relativ sicher, dass das hier in dem Fall jetzt kein Echtgeld ist. Kann natürlich auch was, also kann ich mich natürlich auch täuschen. Ich denke aber nicht, dass das hier Echtgeld ist. Wir gucken mal weiter, wie der Clip geht. Geht jetzt noch ein bisschen. Bin ich mal It's gespannt. terrible, $27,000 down. You know, the case with Tesla is that it's strong today. I'm looking at the Jetzt daily. haben wir Tesla hier should move up Gap geclosed. today, but I'm down 33,000. This is terrible. It spiked down. I do not move out on Er spikes. It tradet is auch moving down. Just ohne close the Stop, gap. ne? I Ohne dass ihr expect sieht. it to stop somewhere around here because when a Ne, stock. jetzt schreibt das sogar hin. Gap ist closed, genau. Also, wenn ihr sowas seht, nochmal einen kleinen Trading-Tipp auch nochmal nebenbei. Oftmals werden Gaps geclosed. Ob das immer am selben Tag ist, ist natürlich die andere Frage. Aber es wird gesagt, dass erst wenn der Gap geclosed wird, eine nachhaltige Bewegung geschaffen werden kann. Liegt natürlich an den Auktionen und so weiter und so fort. Ich gehe da jetzt nicht zu tief rein. Vielleicht kommt da irgendwann mal noch ein anderes Video zu. Aber ob der Trade jetzt wirklich so sinnvoll war, eigentlich möchte man eher zum Gap Close hin traden, ganz besonders hier in so einer Situation hin, wage ich mal zu bezweifeln und auch bei solchen Summen, naja, wir schauen mal weiter. Is moving down, closing the gap. At many, many, many times it would find its support right over there at the point where it closes the gap, and this should be it right here. And Also da hören wir es auch, er sagt sogar auch nochmal, also im Endeffekt. Man merkt schon, er hat schon ein gutes Wissen, sage ich mal, also von dem, was ich jetzt höre kurzfristig, aber er setzt es halt nicht um. Na, also wir sehen ja gar keine Reaktion oder so. again, the market started down a bit, but I'm looking at the daily of the market. I expect the market to move higher. I expect Tesla to move higher today. I hope I'm not mistaken here. It just spiked down. I do not move out on spikes, although I'm starting to feel sorry about this one. Down 32, $35,000. Oh my God, this is terrible. Next up Ach, is das war's YouTuber schon. Mac. Ja gut, vielleicht ist er ja dann nochmal weiter gestiegen. Wir wissen es jetzt nicht. Vielleicht ist es auch, sage ich mal, ein Plan von ihm in seinem Trading-Plan so enthalten. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall, wir haben ja gesehen, es kam dann die Reaktion nach dem Gap Close. Wie ich gesagt hatte, oftmals erfolgt danach erst die richtige Bewegung. Gut, bei Aktien ist jetzt nochmal vielleicht was anderes, als bei Future-Märkten. Aber im Endeffekt war das jetzt für mich kein großer Fail, weil ich erstens nicht glaube, dass es echt Geld war. Und zweitens wissen wir ja gar nicht, wie es ausgegangen ist, weil der Trade wurde ja noch nicht geschlossen. Und erst ein geschlossener Trade ist entweder ein Minus oder ein Gewinn. Naja, gucken wir mal den zweiten an. Ist von Max Santia.
Und gucken wir mal, was er tradet. Santia, who placed multiple out-of-the-money call options on Tesla, going bullish once again on Tesla. Market open. And we're up. Also auch schon wieder der zweite Open-Trade, ne? Also beide haben jetzt beim Opening getradet. Und Leute, das Opening ist immer das am volatilsten natürlich. Das heißt, die, die wirklich nicht so viel Erfahrung haben, sollten sich natürlich vom Opening fernhalten. Ich sehe, er ist noch recht jung. Ich bin ja auch noch relativ jung, sage ich mal. Ich habe auch sehr früh angefangen. Im Endeffekt soll das jetzt nichts bedeuten. Aber ich weiß, dass ich auch noch, also meiner Meinung nach ist es so, wenn man jünger ist, ist man auch noch ein bisschen emotionaler, wenn man tradet. Und da gucken wir mal, was da passiert. Auch mit zwei Laptops zu traden, ist meiner Meinung nach nicht ideal. Wir schauen mal weiter. We're up. What the f***? Why did he say I'm down 5 grand? What the f***? Ja, jetzt erst die Research ist natürlich gut. Okay, also er hat 6.000 verloren, sehen wir jetzt hier unten. Im Endeffekt ist es jetzt eben so, ich weiß jetzt nicht, er hat jetzt erst angefangen zu researchen. Natürlich muss man davor gucken, was passiert ist, ob da jetzt erhebliche News sind oder so. Vielleicht hat er da in News reingetradet oder halt im Open. Und natürlich ist da eine hohe Volatilität und da muss man natürlich mit solchen starken Bewegungen rechnen. Aber es scheint ihn ja sehr getroffen zu haben. Natürlich 6.000 sind viel, aber dann sollte man auch nicht so viel riskieren, wenn man das emotional nicht verkraftet. Das sage ich immer wieder. Aber bisher waren das jetzt nicht allzu krasse Fails, sage ich mal. Ich hoffe mal, da kommt noch was. Coming in at number 3 is the well-known Patrick Weiland. Also Patrick Weiland, ganz kurz, den kenne ich. Er macht auch immer Live-Tradings auf YouTube und ich muss sogar sagen, es war auch einer der Gründe, warum ich Live-Tradings jetzt auf YouTube mache. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Video ist. 2 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, von wann der Clip ist, aber der, soweit ich das sehe, tradet auf jeden Fall immer ganz gut. Tradet jetzt nicht den S&P wie sonst immer, aber wir gucken mal, was passiert. With a triple hit of an opportunity loss, followed by 2 painful-to-see losses. It's like to see BLNK kind of work itself back up here a little bit. Let's even get filled here at 520. Having some trouble there at the 524. Wow, there's the drop. Oh. Okay, also wir sehen, hat man eben gerade gesehen, wenn wir uns das anschauen, hier ist eine Short-Position reingegangen. Ich denke, das ist Short, weil der Fall zeigt auf jeden Fall nach unten. Wir haben hier diese Zone und bisher schaut das Ganze in Ordnung aus. Ist auch wieder beim Cash Open, wir sehen auch die amerikanische Zeit, 9.30 Uhr, ne? Bisher schaut es alles von der Struktur gut aus. Man darf jetzt natürlich nicht zu viel riskieren, weil das Cash Open ist, wie gesagt, sehr volatil. Es kann also auch sehr, sehr gut sein und das passiert auch sehr, sehr oft, dass wir hier oben die Liquidität auch wieder abgrasen. Ne? Also da muss man auch aufpassen, aber mal schauen, was passiert. Eben gerade ging es hier noch weiter short erstmal. Having some trouble there at the 524. Wow, there's the drop. Oh, so not getting filled there at 520. Wow, that's. Achso, das war eine Limit, okay. Oh man, come on now. Oh, you gotta be kidding me. Try to get filled there at 520. All right, so let's see now if this $5 area turns into resistance here. So it looks like looking nice. Look for some little pop back up here. Wow. Oh, gotta be kidding me now. 480s now. You gotta be kidding me. Oh, my baby Jesus. That 520 entry would have been. Also ich habe jetzt nicht gesehen, ob er jetzt hier im Trade drin ist, aber wenn er hier in einem Long Trade drin ist und hier oben rauskommen wollte, also da sollte er jetzt auf keinen Fall noch im Trade drin sein, wenn er jetzt hier in einem Long ist. Ich sehe jetzt hier nicht, ob er Long ist, vielleicht hier bei der 505.
aber da sichert ihn, also da, man sichert ihn ja mindestens mal auf Break-Even ab, ganz besonders nach dem Cash-Open, im 1-Minuten-Chart ist das hier. Also, ja, mal schauen. So beautiful, so, so beautiful. Ich finde es auch wichtig, dass wenn wir auf solche Videos reagieren, dass wir auch daraus was lernen. Weil natürlich sind es Fehler, aber jeder macht Fehler. Das Wichtige ist nur, dass wenn wir sowas anschauen, dass wir natürlich was lernen. Und was lernen wir aus so einer Situation? Sollte er hier in einem Long drin sein, so wie ich es gerade verstanden habe, wenn man hier in den Long reingeht, dass man sich natürlich schnell absichert. Weil erstens, wir haben hier diese Struktur, die immer noch short ist. Und zweitens ist es gerade auf jeden Fall short, der Kontext. He's gonna get filled here. 6-0-10, not getting filled. Trying to get filled there twice at 6-10 area. It's not getting filled. Okay, ne, hier war er short. Jetzt sehen wir's. Okay. Dann nehme ich es nochmal zurück. Also er war hier nicht im Trade drin. Er ist hier in einen Short gegangen. Meiner Meinung nach ein guter Short, auch wenn er jetzt nicht aufgegangen ist. Wir hätten auf jeden Fall den Stop hier in diesem Preisbereich legen können, wo er nochmal nachgelegt hat. Sehen dann auch die Reaktion über das Hoch, was ich vorhin gesagt hatte. Aber schauen wir mal weiter. Ups, jetzt habe ich es hier klein gemacht. Schauen wir mal weiter. Ugh, come on now. We'll try 500 here at 599. Jetzt legt er nochmal einen Kontrakt rein, oder was? On BLNK. Jetzt sehen wir hier. Look for this pullback down to the 560s. We got 565 so far. Wir haben Short drin. A little bit deeper here. Wir sehen hier 120 im Plus. Give me 560, baby, come on. I want to see BL and K get down to the 590. Come on, baby, get down there. Position. Right here, come on. Hier ist er aus dem Trade rausgegangen. Erster Verlust, drop dann hier raus. Get on down there. Get Short on down eigentlich in Ordnung. Ich sage nochmal kurz, Short eigentlich in Ordnung. Man muss trotzdem hier natürlich sich absichern, ist ja klar. Aber ich hätte auch, beziehungsweise es wäre ein akzeptabler Trade gewesen, natürlich hier in diesem Preisbereich zu halten, weil wir hier den Ausbruch haben und wir gehen davon aus, dass wir nochmal diesen Pullback machen. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal das letzte, beziehungsweise jetzt vorletzte Video anschauen, was ich am Samstag hochgeladen habe. Da behandle ich nämlich genau das. Ja, raus muss man da. Ne? Das ist in Ordnung, aber wir wissen ja, dass es hier ein Loss-Video ist. Ich gehe mal davon aus, dass das so eine Situation ist, dass er hier ausgestoppt wird, weil hier sehr viel Volumen in der Kerze ist. Das lässt auf einiges hindeuten und der dann vielleicht fällt. Oh, now it dropped. Wow, are you kidding okay. me? Oh! Das ist schon bitter. This is gonna break back above $6 right there and just fail. Down there to 565. It was really holding this trend there, holding the EMA. I thought, oh, it's gonna explode again. Oh, you know, seeing this move earlier. Look at that fake out. Total fake out. Wow. Oh. All right, got the full fill there. Jetzt ist er hier wieder in Long, wow, obwohl es keinen Sinn mehr gibt gerade. Ja. Also, jetzt gerade kommt er, nochmal kurz, damit wir was lernen. Also jetzt gerade kommt er ganz klar ins Overtrading. Wir haben hier, wurde er nicht gefehlt, hat sich aufgeregt. Hier wird er ausgestoppt, regt er sich auf. Hier wird der Tick genau ausgestoppt, regt er sich auf. Und jetzt kommt er ein bisschen in dieses, was sehr viele von euch wahrscheinlich kennen, was ich auch früher sehr oft gemacht habe, in das Overtrading rein. Man will gegen den Markt gewinnen, man will nicht verlieren und das ist genau das Falsche. Und da wird man auch immer bestraft. Schauen wir mal weiter. Support. Look at it now. Getting crushed. That was a bad idea. Ganz besonders war, genau, es war eine bad idea, genau, aber es gab ja auch gar kein Zeichen, um Long zu gehen. Also wir hätten hier einen Long-Einstieg haben können, wären wir hier bei der 5,75 oder so reingekommen, dann wäre es in Ordnung, akzeptabel gewesen. Jetzt hätte man gucken müssen, wie der Markt hier drunter reagiert, aber bisher gibt es natürlich keinen Long-Einstieg objektiv gesehen, ne? Real bad idea. Terrible idea, actually. Watch it. Den ist hier 200 im Minus. Also er ist auf jeden Fall der bisher am wenigsten Verluste eingefahren hat. Looks like it's about to get halted or something. Getting halted on the down. Oh my god. Worst case scenario right now. Worst case scenario. Oh ho 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 ho. Worst case scenario. Wow. Coming in at number. Nochmal zum Review. Also passiert manchmal, ist mir auch schon im Livestream passiert, dass man Tick genau ausgestoppt wird. Es passiert aber auch, dass man Tick genau ausgeführt wird. Habt ihr auch letztens im Livestream gesehen. Ja,
Manchmal ist das so, weitermachen, aber immer objektiv bleiben. Das muss man hier entnehmen. So, Trader Tom, wir gucken uns mal an, was er hier macht. Number two is Trader Tom. Trader Tom is a professional trader who streams on YouTube and has a ton of free resources, and I actually highly recommend that you check him out. It's a great reminder in this clip that all traders take losses. Also bisher alle, die hier drin waren, waren also Livestreamer auf YouTube. Vielleicht kommt ja von mir auch irgendwo mal so ein Trade, aber hoffen wir mal nicht. Gehe ich auch nicht von aus, aber trotzdem. If the Nasdaq begins to trade above 940, we really should be buyers of it. Because we got an inside context bar here. Kontext short, sehen wir ja. Immer nur schauen, wie der Markt ist. Also gerade so eine Short-Struktur. I'm thinking this stop-loss might actually be way too tight. I'm in here. This is what the chart looks like. Sehen hier auch, mit was er für Summen handelt, was er hier offen hat. Schon in mehreren Trades drin gerade. This is what the chart looks like. Let's see if we got any bias in this area at all. Oh my god, I'm absolutely being hosed today. Not working. Take a miracle not to get stopped out here. Also ich weiß jetzt nicht, in was für ein Trade der drin ist. Können wir uns ja gleich nochmal angucken. Wir sehen hier im US. Und wahrscheinlich, wenn er sich so aufregt, natürlich in einem Long. Was hat er da im Hintergrund stehen? Du Sharks complain about biting shit. Okay, kann ich jetzt leider nicht hier hinten lesen. Aber natürlich, wo man den Stop hinpackt, ist natürlich jetzt erstmal in dem Preisbereich, um zu gucken, was der Markt macht. Also ich meine jetzt nicht unbedingt dorthin legen, aber man ist auf jeden Fall jetzt gerade am Range und wir sind im Short-Kontext. Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass wir gerade noch weiter Short fallen. I read that wrong. And finally, okay. Ja, okay, lustigerweise, den Trade kenne ich, den gucken wir uns trotzdem gleich mal an. Also das ist der größte Fake überhaupt, da muss ich auch echt nochmal lachen. Aber habe jetzt gerade nicht ganz gesehen, was er da getradet hat. Sehr wahrscheinlich in einem Long drin. Ja, wie gesagt, immer auf den Kontext achten, objektiv sein, nicht traden, was man denkt, das sagt jeder immer. Aber wirklich gucken, wie verhalten sich die Kerzen und dann anhand dessen die Entscheidung treffen. Das ist immer das Wichtige. Klar, ein Long hätte jetzt gut auch geschehen können als kleine Pullback-Ablehnung, sage ich mal. Er hat das Tief auch noch gar nicht gebrochen. Wir wissen gar nicht, ob der Trade jetzt aufgegangen ist oder nicht. Er war ein bisschen emotional im Trade, ja gut. Aber dann sollte er nicht mit solchen Summen handeln, ne? So, gucken wir mal weiter. Coming in at number one, no top trading losses would be complete without this classic, iconic clip from Chansey 1979. Okay, I just launched some AMRN right here. Also Leute, wenn ihr den Clip noch nicht kennt, okay? Jetzt macht euch mal gefasst, das ist so geil, das ist so geil. Off of this support right here, bounced up a little bit, past this 50 period moving average. Also nochmal für jeden, der es noch nicht verstanden hat, er ist in einem Long drin, ja? Er ist in einem Long drin und sagt, also wir sind natürlich ganz klar short, wir sind in einem Long drin und er sagt, er hat hier unten Support. Das werdet ihr auch gleich hören. Good thing this chance, good chances think you go green, so you know maybe make a nice little chunk along the 1,000 shares and see what happens with this thing. Okay, come on, just keep on moving. Come on, man. Okay, also jetzt pass mal auf. Also jetzt kommt die Situation, wo man auf jeden Fall raus muss aus dem Markt. Da merkt man auch schon, er hat ja gar keinen Stop und also aller spätestens, wenn man hier in den Long geht, da muss man den Stop hier runterpacken. Warum? Weil hier die Liquidität rausgeholt wurde und dann der leichte Push kam. Okay, kann ich akzeptieren, dass man probiert, in Long zu gehen? Okay, aber man muss sich natürlich absichern. Und der nette Herr hat gar keinen Stop drin und tradet sehr wahrscheinlich in News rein und zudem gegen Kontext und.
Ja, schauen wir uns mal an. Das ist natürlich ganz klar der Anfang der Newskerze, was jetzt gleich passiert. Well, it's got some support right here, so, you know, maybe it'll hang on to this 16 area, bounce back up, come on. Oh shit, dude, what the fuck? I just lost $1,500, what the fuck? Oh shit, oh, no, no. And though? Ja gut, also gucken wir uns das nochmal an. Also, ja, man muss immer einen Stop haben, okay, Leute? Also, wenn ich sage, ich trade gerade mit einem größeren Stop oder einem Notfallstop, habe ich immer einen Notfallstop. Mindestens mal hier in dem Bereich, selbst wenn man sagt, okay, unter dem Tief sehe ich ihn trotzdem noch nach oben steigen, immer einen Notfallstop. Es ist unnötig, so eine Strecke hier mitzunehmen und zu kassieren. Und natürlich kann man jetzt sagen, selbst schuld, es passiert jedem mal irgendwie mal so einen blöden Trade zu machen, aber das muss ehrlich nicht sein, okay? Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal weiter, vielleicht gibt es am Ende noch was. And those are my top 5 you. Okay, nee. Also auf jeden Fall cooles Video, vor allem der letzte Trade war ja echt wieder geil. Die ersten paar Trades waren, sage ich mal, alle nachvollziehbar. Der eine hatte echt Pech, der andere war vielleicht ein bisschen zu emotional und hatte ein bisschen zu viel Kapital reingepackt. Man muss also immer objektiv bleiben als Fazit des Videos. Richtig geiles Video, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf noch so ein paar Reactions, ich werde das jetzt nicht immer machen, ne? Ich bin Trader und kein YouTuber oder sonst was, aber wenn ihr darauf Lust habt, ich finde das auch ganz geil, natürlich nur, wenn es jetzt mit Trading zu tun hat, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne vielleicht in die Kommentare schreiben oder bei Instagram zuschicken. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder auf YouTube wieder. Ciao, ciao.